Ja, Martin, hier ist wirklich alles mit heißer Nadel gestrickt. Jane Cavallani ist gerade erst eingetroffen, noch später als überhaupt erwartet. Sie war in Düsseldorf um 14:45 gelandet, ist dann hier nach Münster gekommen, hatte noch Stau auf der Autobahn. Jetzt ist sie aber endlich da. Es gab das Worst-Case-Szenario, dass, wenn Jane Cavallani hier nicht eingetroffen wäre, dass das Team von Elina Thyssen, das Lager von Elina Thyssen, eine Ersatzkontrahentin besorgt hatte. Die kommt nun nicht zum Tragen, also steht im Kampf Elina Thyssen gegen Jane Cavallani nichts mehr im Weg. Hinter mir findet gleich die Abschlusspressekonferenz und das Wiegen statt. Und ja, wir hören da gleich mal rein und werden auch Elina fragen, wie ihre Nervosität jetzt heute, einen Tag vor dem Kampf, so ist. Ja, Elina, wir haben uns Anfang des Jahres hier schon mal getroffen bei der PK mit Doris Köhler. Da wart ihr sehr entspannt. Du warst auch sehr entspannt. Wie sieht es jetzt mit deinem Nervositätspegel aus? Immer noch entspannt. Also es ist wirklich, okay, wenn jetzt die Gegnerin war ja noch nicht da, aber wenn die jetzt gleich hier hinkommt und wenn wir uns wirklich gegenüberstehen beim Wiegen, dann ist schon so ein bisschen Kribbeln da, aber dann fällt es wieder ab und wirklich dann erst, wenn ich morgen dann in die Kabine oder wenn ich abgeholt werde und dann in die Kabine komme, da ist der Aufregung auf jeden Fall hoch. Wie gut habt ihr euch diesmal vorbereitet? Sicherlich sehr gut, wie immer. Aber wie guten Mutes bist du für morgen? Ich bin absolut guten Mutes. Elina hat 10 Wochen Vorbereitung hinter sich. Die hat sich astrein ohne Probleme abgespult. Und sie fühlt sich gut, trotz der etwas höheren Gewichtsklasse jetzt. Die hat 4 Kilo zugenommen. Die hat sie gut verpackt. Das wird man ihr auch ansehen. Die sind ordentlich proportioniert, da wo sie hingehören. Und ich denke, das wird ein heißer Fight morgen Abend. Jetzt seid ihr nicht zum ersten Mal in Münster, zum 4. Mal in Münster. Würdest du schon sagen, das ist so wie ein Wohnzimmer, weil du weißt, du hast hier schon Erfolg gehabt? Auf jeden Fall. Also Münsteraner Publikum ist total toll. Und ich freue mich immer wieder, hier boxen zu dürfen und natürlich den Zuschauern und den Münsteranern wieder mal einen schönen Kampf zu bieten. Ja, liebe Zuschauer, so viel zu den letzten Informationen hier vor dem Boxkampf zwischen Elina Thyssen und Jane Cavallani. Beide Boxerinnen sind im Normgewicht bzw. haben ihr Gewicht. Nichts steht mehr einem Kampf im Wege und damit zurück ins Studio.